Jo. Jetzt geht's nach Hause, Leute. Ja, ich denke mal, den Sorpesee werden wir dann rauslassen. Naja, wird es dann schon ja, so gut wie dunkel sein. Ich denke mal, wir werden dann auf die Autobahn fahren, ab Bestwig. Ich hoffe, da kommen wir irgendwo raus. Olsberg, Bestwig. Und da dann auf die A46, meine ich, ist das. Richtung Neheim da. Geradeaus, wunderbar. Einer geblitzt. Ja, wenn dann nur von vorne. Rena! Richtig schöne kleine
Landstraßen hier, die über die Wiese führen. Ja, hier müsst ihr überall aufpassen, Leute. Hier, die ganzen kleinen Dörfer hier, die halten sich nur noch mit den Blitzerfotos über Wasser, hat man das Gefühl. Geht's Richtung Brilon. Die Kollegen sind auch noch hinter uns. Aber es ist eine richtig schöne Straße. Das ist auch kein Wunder hier, ne? Mitten im Sauerland oder Hochsauerland. Aber eins weiß ich, zum Edersee, da fahre ich jetzt öfters. So weit ist das gar nicht. Besser als wenn man zur Möhne hinfährt, zur Sorb und von der Sorb wieder zur Möhne und dann irgendwie wieder nach Hellefeld. Dann doch lieber so eine schöne große Rundtour von 300 Kilometern. Usseln, Kreis Willingen.
hier sind wir, dieser Brücke. Hier bin ich schon mal drunter hergefahren. Da sind wir mal zum Giemelsee gefahren, genau, richtig. Hier sind wir, also. Sind wir in Willingen, in Appland. Ja, das müsstet ihr eigentlich kennen, hier von dem Giemelsee-Video. Auch nichts Neues mehr. Hier war los. Klein Malle vom Sauerland. Radarkontrollen. Dabei steht der, glaube ich. Ja doch, eine Säule steht da hinten. Auch schon mal lang gefahren. Auch nichts Neues wieder. Schade. Ne, ich glaube nicht, oder? Ich würde sagen, auf der Autobahn und dann... So, hier kommt auch wieder dieses Geschichtchen. Und man denkt, kannst du Gas machen? Na, hier kannst du Gas machen. Ich sag nicht, sein Fernlicht ist auch noch ausgefallen. Ja, das wär's ja. Kommt dann aber gleich erstmal mit zu mir, dann gebe ich ihm eine Lampe. Bauen wir die bei mir rein.
So, Tourrider verabschiedet sich. Das war auch der Punkt in dem Diemelsee-Video, wo er sich verabschiedet hat. Wir sind dann hier weiter gegurkt und ab hier hatte ich nämlich einen Kabelbruch und musste Musik unterlegen, so leid es mir tat. Ich weiß es auch gar nicht, ob meine Kamera noch läuft. Na, läuft noch. Meine Fernbedienung, die hat nämlich jetzt auch schlapp gemacht, beziehungsweise hatte nur noch einen Balken. Habe ich gar nicht mehr gekuppelt. Ja, der muss natürlich mitten auf der Straße parken. Genau. Ja, spart man sich die 30er-Zone, ne? Dein Licht ist schon wieder aus. Dein Licht ist schon wieder aus. Ich habe gedacht, das wäre jetzt auch durchgebrannt.
erstmal Griffheizung angemacht. Schön. Bei 13 Grad darf das ruhig mal sein. Jetzt habe ich das Visier eine Sekunde zu spät runtergebracht. Genau so ein Flatschen auf die Backe gekriegt. Kilometer angezeigte Restweite. Schaffen wir das? Ich weiß es nicht. Wenn wir Autobahn fahren, bestimmt nicht. Da kommt eine Tankstelle. Hat die noch auf? Ja, die nehme ich jetzt. Die nehme ich jetzt.
da, ja. Sonnenuntergang rein. Wie Lucky Luke.